Hallo aus Teneriffa. Nochmal mit einem Tipp zum Atemmangeltraining. Warum ist das eigentlich so wichtig? Ja, besonders für Freiwasserschwimmer, Triathleten, aber natürlich auch für Poolschwimmer ergeben sich immer wieder Situationen, wo wir mit akutem Atemmangel zu kämpfen haben. Sei es, wenn man vielleicht zu schnell angegangen ist, wenn man mit der Wendentechnik noch nicht so vertraut ist, dazu viel Sauerstoff benötigt. Aber natürlich ganz besonders beim Bojen umrunden oder wenn man im Pulk schwimmt, im offenen Gewässer. Da heißt es, vorbereitet zu sein. Und deswegen ist Atemmangeltraining ein ganz wichtiger Bestandteil des Trainings. Man kann das in etwa so trainieren, dass man beispielsweise 8x50 Meter schwimmt oder das Ganze auch auf 100 Meter schwimmt und versucht, die letzten 20% der Strecke so mehr oder weniger ohne Atmung zu schwimmen. Natürlich stellt sich dabei so ein leichtes Unwohlsein ein, aber genau darum geht es ja, dass man sich daran gewöhnt, dass man im Wettkampf nicht überrascht wird durch solche Situationen, sondern adäquat reagieren kann. Denn es ist ganz wichtig auch für Ausdauersportler, den Atemreiz kontrollieren zu können. Das bedeutet also, wenn sich dieses Unwohlsein einstellt oder wenn die Sauerstoffsättigung des Bluts signalisiert, jetzt bedeutet es, heftig zu atmen, da kommt man schnell mal in die Schnappatmung, wenn man dieses Gefühl nicht kennt. Und wer das schon mal erlebt hat im Wettkampf, der weiß, das ist ziemlich unangenehm. Also deswegen gilt es, darauf vorbereitet zu sein oder gerade am Ende einer Trainingseinheit noch ein paar Tauchübungen zu machen oder auf der 25-Meter-Bahn mal zu versuchen, eine Bahn ohne Atmung zu schwimmen. Funktioniert das? Macht man das mehrmals hintereinander? Funktioniert auch das? Steigert man das Tempo? Also viele Variationen sind möglich und je regelmäßiger man das macht, desto sicherer wird man und kann natürlich auch im Wettkampf dann, gerade wenn es so auf den letzten Metern um Platzierungskämpfe, Positionskämpfe geht, nochmal ohne Atmung die Wasserlage optimieren, Kopf runter, ran an die Wand und dann ist man auch ein gutes Rennen geschwommen. Also viel Spaß dabei. Man nennt das Ganze auch Hypoxietraining, um den Fachbegriff nochmal zu nennen, oder eben Atemmangeltraining. Viel Spaß dabei.